Entenhausens gefürchtetster Mann ist nicht etwa Kater Carlo oder ein Mitglied der Panzerknackerbande. Nein, es ist ein gewisser Filler Schwatzimauf. Von Beruf Vertreter. Wenn Filler Schwatzimauf erst einmal seinen Fuß über eine Haustürschwelle gesetzt hat, ist der Kunde rettungslos verloren. Denn der Meistervertreter versteht es bestens, den Leuten seine Waren aufzuschwatzen. Sogar Onkel Dagobert fürchtet Filler Schwatzimauf. Oh, da ist er wieder! Er, Sir? Filler Schwatzimauf, dieser super clevere Vertreter! Lassen Sie mich das machen, Johann! Trollen Sie sich! Wir wollen nichts kaufen! Dagobert Duck, ich habe da wirklich ein sagenhaftes Angebot für Sie. Sagenhaft! Einfach sagenhaft! Onkel Dagobert, das ist Filler Schwatzimauf! Ich weiß, mein Junge, ich weiß. Und er wird keinen Fuß über diese Schwelle setzen. Als ich ihn das letzte Mal reingelassen habe, hat er uns diesen nutzlosen Trödel hier verkauft. Donnerwetter, ein guter Geschäftsmann! Hallo, Herr Duck! Oh, hier muss mein nach dem neuesten wissenschaftlichen Stand gefertigtes super tolles Vertreterabwehrsystem her. Ja, Onkel Dagobert hat extra eine elektronische Verriegelungsanlage einbauen lassen, damit Filler Schwatzimauf nur ja nicht ins Haus gelangen kann. Aber Filler ist überhaupt nicht beeindruckt. Nein, wie dumm. Sie hätten Ihr Vertreterabwehrsystem bei mir kaufen sollen, verehrter Herr Duck. Ich hätte Ihnen ein sagenhaftes Angebot gemacht, zu einem fabelhaften Preis. Ach, Herr Johann, ich hätte da etwas ganz Besonderes für Sie. Einen einmalig günstigen Butleranzug aus rotem Samt gefertigt. Er schreit direkt nach Ihnen, Herr Johann. Er schreit nach Ihnen. Unternehmen Sie schleunigst was, Sir. Rot ist nicht gerade meine Farbe, aber bei Samt werde ich schwach. Oho! Was ist denn los, Truck? Filler Schwatzimauf ist da, aber Onkel Dagobert lässt ihn natürlich nicht rein. Das ist gut. Ich schulde ihm nämlich das Taschengeld für die nächsten 6 Monate. Hab keine Angst, Dick. Phase 3 wird ihm endgültig Beine machen. Onkel Dagobert drückt auf einen Knopf und setzt damit seinen rollenden Gehweg in Bewegung. Aber auch damit hat Filler Schwatzimauf gerechnet. Was denn? Sowas nennen Sie ein Abschiebeband? Ich fürchte, da hat man Ihnen den letzten Ladenhüter aufgeschwatzt, verehrter Herr Duck. Ich dagegen verkaufe nur Spitzenprodukte, so wie diesen fabelhaften Baseballschläger hier, aus dem persönlichen Besitz von Babe Duck. Oh! Habt ihr gehört, Babe Ducks Baseballschläger? Lass ihn rein, Onkel Dagobert, schnell! Oh nein, 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 tu es nicht! Aber Tick ist so versessen darauf, den Baseballschläger des großen Babe Duck zu besitzen, dass er die Tür öffnet. Ah, du bist ein helles Bürschchen. Du witterst es gleich, das gute Geschäft, das zu machen ist. Oh. Da haben Sie es, sagte ich nicht. Sie hätten Ihr Vertreterabwehrsystem bei mir kaufen sollen. Meins hat 1 Jahr Garantie. Garantie? Aber es liegt mir gänzlich fern, Ihnen etwas zu verkaufen, was Sie nicht wollen, Herr Duck. Dennoch wäre es ein Jammer, all diese fabelhaften, geldsparenden Angebote auszuschlagen. Vielleicht sogar Sonderangebote. Mit der Herde indischer Elefanten, der blattvergoldeten Skiausrüstung, der Taucherausrüstung und der im Dunkeln glühenden Krawatte beläuft sich Ihre Rechnung auf die Kleinigkeit von insgesamt, 444.444 Taler und 44 Kreuzer. Für weitere 4 Dollar würde ich Ihnen noch ein paar Glüh-im-Dunkel-Socken drauflegen. Nein. Passend zur Krawatte. Sie Nein. leuchten, wenn Sie wollen, in der Farbe Ihrer Augen. Nein. Sie finden damit im Dunkeln ohne Taschenlampe verloren gegangene Münzen. Oh. Fabelhaft. Ich schicke Ihnen die Rechnung wie immer am Ende des Monats zu. Danke. Ach, schrecklich. Wieso haben wir diesen ganzen Plunder gekauft, Johann? Ich habe nicht die geringste Ahnung, Sir. Also, die Bücher hier sind kein Plunder, Onkel. Das ist das Gesamtwerk von William Quackspear, dem größten Dichter aller Zeiten. So, dann war das Geschäft doch nicht so schlecht. Oh, die Originalausgabe einst im Besitz des Dichterfürsten. Ah, Romilein und Julchen, Quackspears berühmteste Stück. Nanu, was ist denn das? Das scheint irgendeine Notiz zu sein, Onkel. Liebste Mama, endlich habe ich mein erstes Stück fertig, aber es scheint mir äußerst misslungen. Darum verstecke ich das einzige Exemplar an einem nur uns beiden bekannten geheimen Ort hier im Schloss. Wenn du es zu lesen wünschst, Mama, schüttle mir nur die Hand. Dein dich liebender Sohn, Willy Q. Was, Willy Q.? William Quackspear. Richtig. Und falls es dieses verschollene Stück von Quackspear gibt, will ich es haben. Der Notizzettel im Buch des großen Dichters Quackspear ist schon ein toller Fund.
Aber noch besser wäre es natürlich, das erwähnte, unveröffentlichte Theaterstück zu finden. Daher gibt es für Onkel Dagobert kein Halten mehr. Zusammen mit seinen drei Neffen startet er in ein neues Abenteuer. Johann muss ihn und die Kinder in seinem Wagen zum Hafen bringen. Schneller, Johann, schneller! Gib gleich mit dem Fuß auf der Straße, Sir. Ich verstehe das nicht, Onkel. Auf dem Zettel stand doch, dass dieses Stück misslungen ist. Ach, was macht das schon? Es ist trotzdem Millionen wert, nur weil er es geschrieben hat. Da ist Filler, schwatz ihm auf! Hey, Filler! Wissen Sie was? Diese Bücher, die... Du wollt still sein, ich möchte nicht, dass jemand was von dem verschollenen Stück erfährt. Und in keinem Fall, Filler, schwatz ihm auf. Ja, Onkel Dagobert hat sicherlich recht. Vorsicht ist schon angebracht. Umso ärgerlicher ist es, dass keiner der Dachs bemerkt, dass der Notizzettel aus dem Wagen fliegt und genau vor den Füßen des Supervertreters landet. Liebste Mama... Schüttle mir nur die Hand, dein dich liebender Sohn, Willi Kuh. Punkt. Willi Kuh. Punkt. Ah, William Quarkspier! Tja, auch Filler Schwatz ihm auf hat sofort den Wert dieser Notiz erkannt. Und so verfolgt er die Dachs und schleicht sich heimlich an Bord des Schiffes von Onkel Dagobert, von dem aus man sich gerade von Johann verabschiedet. Ich schätze, wir sind in einer Woche oder so zurück. Johann, bis bald! Wie lauten Ihre Befehle, Sir? Ah, der Herr Kapitän. Nehmen Sie Kurs auf die Insel Großbritannien. Großbritannien? Das soll ein Scherz sein, nicht wahr, Herr Dack? Wenn ich einen Scherz gemacht hätte, würden Sie doch wohl lachen, Herr Kapitän, oder? Es ist ja nur, weil es überall in Großbritannien spuken soll. Spuken? Hexen, Kobolde, Gespenster, all diese schrecklichen Dinge werden dort immer wieder gesehen. Ach, Unsinn, Sie spinnen doch nur Seemannsgarn. Bringen Sie uns nach Großbritannien. Oder ich mache den Koch zum neuen Kapitän und den Kapitän zum neuen Koch, kapiert? Natürlich, Sir, ganz wie Sie wünschen, Sir. Onkel Dagoberts Schiff nimmt also Kurs auf Großbritannien. Mit an Bord der blinde Passagier Schwatz ihm auf. Die Überfahrt verläuft ohne Zwischenfälle. Allerdings kann das Schiff nicht direkt am Zielort anlegen, weil die Brandung viel zu schwer ist und die Felsen zu eng aneinander liegen. Also versucht man es mit einem kleinen Ruderboot. Rudert, Kinder, rudert! So kommen wir nie durch die Brandungswelle. Kannst du etwas sehen, Trak? Zählt Nebel auch? Nein. Aber die Felsen dort festhalten! Ja, Onkel! Nein, zusammen! Ja. Onkel Dagobert! Das war dran! Filler, schwatz ihm auf! Was tun Sie denn hier? Ja, sollte ich vielleicht mit ansehen, wie mir mein bester Kunde absäuft, Sir? Das erste vernünftige Wort. Wo ist Trak? Keine Ahnung. Dann trennen wir uns jetzt hier und suchen den Strand nach beiden Richtungen ab. Aber gern, der Kunde ist König. Tick, du gehst mit Herrn Schwatz ihm auf mit. Trick, du bleibst bei mir. Sollte ihm was zugestoßen sein, werde ich mir das nie verzeihen. Trak! Trak! Gott sei Dank ist Trak nichts passiert. Er ist nur ein kleines Stück weiter am Strand angekommen. Allerdings tanzen genau dort drei merkwürdige Gestalten um einen Kessel herum. Es sind tatsächlich drei Hexen. Und über Traks Ankunft sind sie alles andere als begeistert. Lupa, Lupa, wirst Ärger kriegen! Wirst nicht mehr lange am Strand liegen! Lupa, Lupa, der Feind ist erkannt! Verlassen soll er sofort dieses Land! Komm, mein Süßer, wärme dich an unserem Feuer. Ja, komm nur, wir braten dich recht schön knusprig und werfen dich dann zurück ins Meer. Nicht einer landet an dieser Küste. Um hier zu erfahren, was er da wisst. Ob reisender Seemann oder Tourist. Zurück ins Meer muss er, wo du noch bist. Hallo, meine Damen. Damen? Ich habe hier ein paar fabelhafte Angebote für Sie, um nicht zu sagen zauberhafte. Was
könnte so eine gewöhnliche Ente wie Sie schon drei berühmten Hexen anzubieten haben? Oh, Sie könnten ein gutes Schnäppchen machen. Besen ungebraucht mit unverwüstlichen Nylonbossen und gebrauchte so gut wie kaum geflogen. Kessel in klein, mittel und groß und die neue Supergröße. Falls Sie zu einer wirklich großen Zauberei mal Freunde einladen wollen. Da wären Holzlöffel, Warzenentferner, schwarze Schnürstiefel und welche Hexe die auf sich hält, kann schon auf die schwarze Katze verzichten, die ihr ins Ohr jault. Doch, doch, sind alles recht reizende Sachen. Das ist mal wieder typisch Filler Schwatz ihm auf. Noch ehe sich die drei Hexen versehen, sind sie Besitzer, wer weiß wie vieler neuer Sachen. Nochmal verbindlichen Dank, meine Damen. Wir haben zu danken, Herr Schwatz-Ihm-Auf. Ich schicke Ihnen die Rechnung Ende des Monats. Der heißt zu Recht Schwatz-Ihm-Auf. In der Zwischenzeit befinden sich Onkel Dagobert und Trick noch immer auf der Suche nach Track. Und auf einmal begegnen ihnen merkwürdige, geisterhafte Leute. Hallo, Track! Antworte, Track! Wo bist du? Freunde und Landsleute, leiht mir euer Ohr. Und wenn ihr schon dabei seid, auch ein paar Kreuzer. Wir werden diese Eindringlinge zurück ins Meer werfen und sie Neptun opfern. Was? Zurück ins Meer? Ja, nicht einer landet an dieser Küste, um hier zu erfahren, was er gern wüsste. Ob reisender Seemann oder Tourist. Das aber los. Zurück ins Meer muss er heute, wo du gleich bist. Diese seltsamen Gestalten haben Onkel Dagobert und Trick doch tatsächlich ins Wasser geworfen und sind dann verschwunden. Aber zum Glück ist Filler mit Tick und Track zur Stelle. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich mich erkenntlich zeigen soll, dass sie uns das Leben gerettet haben. Oh, ich setze es einfach mit auf die Rechnung. Oder sie beteiligen mich an dem Gewinn aus Quarksbiers verschollenem Stück. Ah, Quarksbiers Zettel. Her damit, Sie Gauner. Aber ich bin auch kein Gauner, Herr Duck. Mein Ruf als Geschäftsmann ist zumindest so gut wie der Ihre. Ja, das mag schon stimmen. Also gut, wie viel? 50%. 50%? Hören Sie, auf diesem Zettel wird nicht umsonst vermerkt, dass es sich um kein besonders gutes Stück handelt. Wen kümmert das schon? Es ist Millionen wert, nur weil es von Quarzbier ist. Genau das hat Onkel Dagobert auch gesagt. Oh, weia. Naja, für die Rettung der Kinder, finde ich, sind 50% ein angemessener Preis. Na, fabelhaft. Gleich morgen früh weichen wir auf zu Quarzbiers Schloss. Und so bricht man am nächsten Morgen wieder auf, um das Schloss zu suchen. Allerdings sind unsere Freunde noch keine 10 Minuten unterwegs, als ihnen schon wieder eine kleine, merkwürdige Gestalt begegnet. Herzlich willkommen, Außenstehende und Fremdlinge. Ich bin Pluck, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Und ihr befindet euch in einem Midsommer-Dachstraum, meine Lieben. So ist das. Die ganzen Geister und Hexen, die wir hier sehen, sind alles nur Gestalten aus den Stücken von Quarksbier. Hör auf zu flöten, Kleiner. Sag uns lieber, wie wir zu Quarksbiers Schloss kommen. Aber natürlich gern. Folgt dem düsteren, finsteren Pfad zu Dummvogels Nest und holt euch dort Rat. Es muss ja vielleicht nicht unbedingt der finstere Pfad. Oh, wo ist der hin? Ach, seien wir doch froh, dass wir ihn los sind. Also gut, auf denn zu Dummvogels Nest. Ducky Mann, geh du voran. Sieh mal, Onkel Dagobert. Ob wir dort zu Dummvogels Nest kommen? Oh, erstmal kommt der Baum auf uns zu. Die da marschieren auch auf uns zu. Bäume, die laufen und sprechen können. Und es wimmelt hier von ihnen. Nicht einer landet an dieser Küste, um hier zu erfahren, was er gern wüsste. Ob reisender Seemann oder Tourist, zurück ins Meer muss er, wo immer er ist. Ach, entschuldigen Sie bitte.
Vielleicht hätte irgendjemand von Ihnen Interesse an einem Sonderangebot: elektrische Baumsägen. Mit Ihren Baumsägen konnten Sie bei denen keinen Blumentopf gewinnen, wie mir scheint. Aber für die Dachholzverarbeitungsfabriken dürfen Sie 2 Dutzend dieser Sägen notieren. Zum üblichen Sonderpreis, versteht sich. Was unsere Freunde aber auch alles erleben. Hexen, Geister, merkwürdige Zwerge und nun auch noch laufende Bäume. Wirklich allerhand. Aber Schwatz ihm aufs elektrische Baumsägen haben diese komischen Bäume ja gründlichst vertrieben. Und kurze Zeit später ist das gesuchte Schloss endlich gefunden. Das Quarksbier-Schloss sieht ziemlich verlassen aus. Am besten wir trennen uns. Dann geht die Suche schneller vonstatten. Moment noch, mein Lieber. Wenn Sie dieses verschollene Stück finden, wie kann ich da sicher sein, dass Sie sich nicht damit aus dem Staub machen? Was? Aber, Herr Duck, ich werde doch nicht meinen Ruf als ehrlicher Geschäftsmann riskieren. Mag sein. Ich gebe Ihnen dennoch einen meiner Neffen mit, der Ihnen als Taschenträger behilflich sein kann. Ich mach das, Onkel Dagobert! Na, fabelhaft, Truck. Ich finde Vertreter gar nicht so übel. Vielleicht werde ich das auch mal. Und so trennt man sich und sieht sich im Schloss aufmerksam um. Onkel Dagobert, Tick und Trick entdecken schließlich einen Raum, der sehr einem Theatersaal ähnelt. Das ist ja ein richtiges Theater. Hier wird wohl der Herr Quacksbier seine Stücke aufgeführt haben. Ja, das Seltsame ist nur, hier ist es ganz sauber, kein Staub, keine Spinnweben wie sonst überall im Schloss. Als ob das Theater noch immer benutzt würde. Sieh doch, Onkel Dagobert! Ah, die Statue von William Quarksbier höchstpersönlich. Der steht da, als wollte er uns die Hand schütteln. Wisst ihr noch, was auf dem Zettel an seine Mutter gestanden hat? Wenn du es zu lesen wünschst, schüttle mir nur die Hand. Kaufen oder nicht kaufen? Hm? Das ist hier die Frage. Hören Sie auf, rumzualbern! Ich denke, ich habe das Geheimnis gelöst. Alles, was wir tun müssen, ist Quarksbiers Hand zu schütteln. Aber wenn man an die herankommen will, müsste man ja von der Decke herabhängen. Ja, die Statue, die Sie da entdeckt haben, ist direkt unter der Decke angebracht. Aber Filler Schwatz ihm auf, klettert geschickt zu ihr hinauf. Ich würd's nicht glauben, würde ich's nicht mit eigenen Augen sehen. Sagen Sie selbst, Herr Quarksbier, ist es nicht fabelhaft, dass wir uns kennenlernen? Einfach fabelhaft, hä? Eine Gebeine, ich meine eine geheime Falltür. Nein, das ist Quarksbiers verschollenes Stück. Endlich hat Onkel Dagobert es geschafft. Er hält das unveröffentlichte Werk des großen Quacksbier in der Hand. Doch auf einmal sind all diese merkwürdigen Gestalten wieder da. Von den Hexen bis zu den wandelnden Bäumen. So habt ihr es gefunden. Wir sind euch sehr verbunden. Ist das wirklich das Stück, von dem wir gehört? Ist doch hoffentlich klar, dass es uns gehört. Wer es findet, darf's behalten. Wer seid ihr komischen Vögel eigentlich? Wir sind Schauspieler. Nachfahren von Quarksbiers ehemaliger Schauspielertruppe. Jawohl, es war des Meisters Quarksbiers letzter Wunsch, dass niemand an dieser Küste hier landet. Ich weiß, aber das hier ändert alles. Alle werden am Gewinn beteiligt, obwohl ich sagen darf, dass mir das von Herzen schwerfällt. Gewinn ist immer willkommen, aber hier geht es um dieses Stück. Bitte sag doch, guter Mann, wie ist der Titel dieses verschollenen Stückes? Es heißt, MacDuck. Ich finde es großartig, dass Sie dieses verschollene Stück aufführen wollen. Vielleicht geht es darin ja um meine Vorfahren in Schottland. Das wäre etwas, worauf man sich was einbilden könnte. Wo mag nur Fille abgeblieben sein? Psst, sei still, Sie fangen an. Ja. Und so beginnen die Schauspieler, das erste Werk des großen Quacksbier zu spielen. Das ist die Geschichte vom alten MacDuck. Er betrug alle Leute, das ging zack, zack. Was? Ach ja, MacDuck, ich kannte ihn gut. In seinen Adern floss Gold, kein Blut. Hinaus, alter Schotte, mit dir, hinaus! Deine Geldgier ist mir schon lange ein Graus. Red keinen Unsinn, liebstes Weib. Geldzählen ist schönster Zeitvertreib. Das ist eine Komödie, Nein, eine Tragödie.
Das war die Geschichte vom alten Mönchengarten. Wir hoffen, das Stück war nach Hören Sie, guter Mann, dieses Stück dürfte Quarksbiers Ruf großen Schaden zufügen. So, Sie sind um seinen Ruf besorgt. Und was ist mit meinem Ruf, hä? Bin nämlich zufällig auch ein McDuck. Hier, da haben Sie es und verstecken Sie es wieder unter den Dielen. Ich verspreche es euch, niemand wird es je wieder zu Gesicht bekommen. Ich habe Ihr Wort darauf, mein Herr. Fehler hat es sich geschnappt. Was soll das? Was haben Sie vor damit? Dieses Stück ist millionenwert. Ich kann mir ein solches Geschäft nicht durch die Lappen gehen lassen. Ihm nach, Jungs! Wir gehen hier lang! Wille, kommen Sie zurück! Bleiben Sie hier! Doch Filler Schwatz ihm auf, flüchtet mit dem Werk Quacksbiers in der Hand hinauf in den alten, baufälligen Turm des Schlosses. Da ist er! Doch drüben! Er wird doch nicht springen wollen! Wille, tun Sie das nicht! Das ist zu gefährlich! Bleibt, wo ihr seid! Nein, nicht! Sie schaffen das nie! Ach was, es ist das Risiko wert, dummer Junge! Das wird für mich das größte Geschäft aller Zeiten! Wenn Sie den Leuten so ein schlechtes Stück andrehen, dann werden sich doch alle betrogen vorkommen! Und wenn Sie so Ihr Vertrauen verspielen, wird Ihnen niemand mehr etwas abkaufen! Du hast recht, Junge. Der flink verdiente Taler bringt sogar einen ehrlichen Mann in Versuchung. Oh, ich kann Ihnen sehr wohl nachfühlen, wie Ihnen zumute ist. Hier, bitte, guter Mann. Stellt euch mal vor, alle Quarksbierstücke, nur nicht das vom alten MacDuck natürlich, auf seiner Insel aufgeführt, von den Nachfahren seiner eigenen Truppe. Ich übernehme alle Kosten, die Werbung, den Transport. Wir werden ein Vermögen verdienen. Was meint ihr? Einverstanden, guter Mann. Und ich kenne genau den Richtigen für den Kartenverkauf. Das war schon eine tolle Überredungsnummer, die du mir da geboten hast. Ach ja? Wollen Sie damit sagen, dass ich Talent zum Supervertreter habe? Na und wenn nicht? Ich habe es hier drin, um es dir zu verkaufen. Die ganze Welt ist eine Bühne und die Menschen nichts als Schauspieler. In Entenhausen geht alles seinen gewohnten Gang. Quack dreht in seiner alten Klapperkiste von Flugzeug ein paar Runden und Tick, Trick und Track beobachten ihn dabei. Quack, hörst du mich? Hier spricht Duck Tower! Heiliger Quackstrudel, was machst du da, Quack? Keine Aufregung, Duck Tower, ich übe nur mein neues Flugkunststück. Die dreifach geschraubte Baumkronenstreifer-Schwungrolle. Nicht hier, flieg da lang! Niemand hat dieses Flugkunststück überlebt, um hinterher damit prahlen zu können. Dann wird Zeit, dass es einem gelingt. Na komm, mein Baby, wagen wir das Tänzchen. Yippie! Das war der Baumkronenstreifer. Dann kommt der Schwung und jetzt die Rolle. Bruchlandung. Versuch nur nicht, mich aufzumuntern. Fieselschweifling, wir suchen die besonders gefährdeten Stellen nach Schäden ab. Keine gebrochenen Knochen, kein gebrochener Schnabel. Was hilft das schon, wenn man ein gebrochenes Herz hat? Ach, lass dich nicht verdrießen, Quack. Um ein Haar hättest du es ja durchgezogen. Ach, dich daneben ist auch vorbei. Ich muss ein wirklich tolles Kunststück im Programm haben, wenn meine Familie zu der Flugschau kommt. Er hat... eine Familie? Nee, Quack, warte einen Moment. Was ist denn schon groß dabei, wenn deine Familie zu der Flugschau kommt, Quack?
Genau, es ist schließlich nur deine Familie. Was heißt nur meine Familie? Das ist nicht einfach nur eine Familie, es ist meine Familie. Seht ihr, es ist schon eine Weile her. Unter hohem Himmel, in weiter, weiter Ferne, da waren wir bekannt als die fliegenden Quacks. Damals fand eine große Flugschau an der Küste statt. Und die fliegenden Quacks waren die Stars des Spektakels. Die Menge wartete nur auf unsere Schlussnummer beim großen Finale. Den Scheunenstürmer Viehdiebsegler. Zuerst lief alles ganz gut. Programmgemäß gingen wir alle runter. Zuerst hatte Vater seinen Ochsen auf der Tragfläche. Fabelhaft machte er das. Dann rauschte Mama durch die Scheune. Sie war auf gefleckte Kühe spezialisiert. Und dann kam ich und habe alles vermasselt. Und wie ich's vermasselt habe, schlimmer als sonst. Zum Glück wurde das Schwein nicht verletzt, aber ich konnte Papa und Mama nicht mehr in die Augen sehen. So sagte ich denn meinen Lieben für immer Ade, dazu verdammt, von nun an meine Bruchlandungen allein machen zu müssen. Darum wollte ich die dreifach geschraubte Baumkronenstreifer-Schwungrolle fliegen, um damit Eindruck zu schinden. Aber bei uns hast du doch längst Eindruck geschunden. Ja, du hast mehr Bruchlandungen überlebt als diese Puppen, mit denen sie Autozusammenstöße testen. Danke. Ja, und jetzt habe ich nicht mal mehr ein Flugzeug, mit dem ich bruchlanden könnte. Hallo, Kinder. Ist denn die Mac-X schon angekommen? Mac-X? Hört sich irgendwie verlockend an. Es ist die neue Testmaschine der Dagobert Duck Flugzeugwerke. Ah, sie werden Augen machen. So, dann brauchen Sie ja dafür wahrscheinlich einen neuen Piloten, nicht wahr, Herr Duck? Dafür ist bereits gesorgt. Ich habe schon einen im Auge, wie man so schön sagt. Ach, nein, lassen Sie mich damit bruchlanden. Ich meine natürlich fliegen. Bitte, ich gebe Ihnen alles, was Sie wollen, Herr Duck. Aber ich habe schon alles, was ich will. Dann will ich für immer Ihr bester Freund sein oder Sie nie wieder belästigen. Suchen Sie sich's aus. Ich weiß wirklich nicht. Ich meine, ich glaube nicht. Ich mach's umsonst. Sie haben den Job. Yippie! Was man alles hinnehmen muss, um billige Arbeitskräfte zu kriegen, ungeheuerlich. Zur gleichen Zeit bereiten die Panzerknacker, die mal wieder im Gefängnis sitzen, ihren Ausbruch vor. Ihr Kumpel Bomber soll sie mit seinem Flugzeug befreien. Wir müssen hier raus! Ja! Ich sage, wir müssen hier raus, Jungs! Ja! Und uns Ducks neues Flugzeug unter den Nagel reißen! Ja, ja, ja! Mit der Mac-X düsen wir quer durch eine ganz neue Welt des Verbrechens! Hey, da gibt's ein ganz tolles Sonderangebot in der ungarischen Bulettenbude! Du und deine Buletten! Jeden Moment wird Bomberknacker da sein und uns hier rausfliegen! Hey, wer vom Teufel spricht? Da ist Bomber! So, ihr Knastvögel, jetzt lernt ihr fliegen! Und ein Stück vom Gefängnis gleich mit! Ihr Blödmänner! Und was ist mit mir? Wie wollt ihr zurechtkommen ohne euer kluges Karlchen? Tja, Bomber hatte bei seiner Befreiungsaktion das ganze Gefängnisgitter herausgerissen und Kuno und Burger konnten sich an den Gitterstäben festhalten und so entfliehen. Nur Karlchen war nicht schnell genug und hockt immer noch in seiner Zelle. Am nächsten Tag findet dann endlich die Flugschau statt. Bis auf Quack sind schon alle Teilnehmer eingetroffen. Dazu gehören auch Benzino Gasolini und Quacks Familie. Wo bleibt deine Mac-X, Onkel Dagobert? Ja, im Grunde wäre Quack längst fällig, Kinder. Hey, seht mal, ist das da nicht die Maschine von Benzino? Hat soeben zur Landung angesetzt, meine Herrschaften. Hallo, da wäre ich wieder, Leute. Der berühmte italienische Playboy und Luke. Ja, das bin ich. Und da kommen sie nun, meine Damen und Herren. Die fliegenden Quacks. Das ist Quacks Familie. Mit von der Partie Reißleine Quack, die Gattin, ein reizendes Vögelchen. Und zum ersten Mal dabei Töchterchen Lupi. Entschuldigen Sie vielmals, Sir. Kennen Sie vielleicht Quack, den Bruchpilot? Dann wird Sie das hier sicher interessieren. Das ist Quack gleich, nachdem er mit seinem Laufstellchen eine Bruchlandung gemacht hat. Und hier die erste Bruchlandung mit dem Kinderstuhl. Ist das nicht entzückend? Eine tolle Bruchlandung bei seinem ersten Seifenkistenrennen. Ach ja, von Kindesbeinen an wollte unser Quack fliegen. Und er hat nie aufgegeben. Bruchlandung zu Bruchlandung zu Bruchlandung.
Ja, er hatte schon Übungen im Bruchlatten, bevor er überhaupt laufen konnte. Nun ja, mit der Mac-X wird ihm nichts passieren. Die könnte sogar ein Idiot fliegen. Hier kommt nun die sagenhafte Mac-X, die Testmaschine der DAC-Flugzeugwerke. Nun wird Ihnen Herr Dagobert Duck ein paar Worte zu dem fabelhaften Flugzeug sagen. Die Mac-X kann wie ein Hubschrauber schweben, abheben wie eine Rakete und auf einem Kreuzer landen. Hoffentlich nicht auf einem von meinen. Die Mac-X ist außerdem ausgerüstet mit einem Ultraschallbohrer, der den gesamten Bergbau revolutionieren wird. Ja, und genau dieser Ultraschallbohrer ist es, weswegen die Panzerknacker hinter Onkel Dagoberts Mac-X her sind. Und sie haben auch schon einen Plan. Da kommt sie, Jungs. Dann wollen wir ihm eine klebrige Ladung verpassen. Okay, fertig, kann losgehen. Also, Jungs, er fliegt im großen Bogen hierher zurück. Achtung, fertig, feuern! Volltreffer. In ein paar Minuten gehört das Flugzeug uns. Die Panzerknacker haben die Mac-X mit Kaugummimasse beschossen. Und noch hat Quack nichts bemerkt. Was für ein Flugzeug und welche Demonstration meiner Fähigkeiten. Hoffentlich sieht meine Familie mir jetzt zu. Mayday, Mayday! Oder wie die Matrosen sagen, SOS, SOS! Ich kann wirklich nicht glauben, dass das an mir liegen soll. Na sowas. Ich bin ja gelandet und das Ding ist nicht mal zu Bruch gegangen. Was in aller Welt haben Sie mit meiner Mac-X gemacht? Sie spatzenhörniger Bruchpilot! Schon gut, der Schaden dürfte nur geringfügig sein, Herr Duck. Ich habe es geschafft, eine größere Katastrophe... Vater! Tag, mein Sohn. Aber diesmal tut Onkel Dagobert Quack Unrecht. Denn schließlich konnte er ja nun wirklich nichts für seine Notlandung. Die Panzerknacker natürlich haben nur auf diesen Moment gewartet. Denn schon kommt Bomber als Mechaniker getarnt angewalzt. Ihr kleines Flugzeug scheint sich nicht wohl zu fühlen. Der alte Dr. Bomber hat das im Handumdrehen. Ich habe zwei Mechanikerasse im Ärmel. Wir kriegen das Ding in 0, nichts wieder hin. Und wir machen es umsonst für einen so reichen, ich meine so netten Kerl. Umsonst? Ein gutes Geschäft und wenn es noch nicht mal was kostet, soll man es nicht ausschlagen. Hey, Onkel Dagobert, wie kommt denn die Kaugummimasse in eine der Düsen? Nun, ja, wahrscheinlich ist der Pilot ein bisschen zu dicht an einer Kaugummi- und Bonbonfabrik vorbeigeflogen. Aber keine Sorge, Herr Duck, gleich haben wir Ihr Flugzeug in der Luft und vor allem aus seiner Reichweite. Es tut mir so leid, dass ich Ihr Flugzeug kaputt gemacht habe, Herr Duck. Lass gut sein, Quark, solche Sachen passieren. Mir immer wieder und wieder und wieder, ich weiß. Jetzt hör mal, Quack, wir... Ich weiß, Mama, ich weiß. Ihr schämt euch, dass ihr mit mir verwandt seid. Hör zu, mein Junge, du musst aufhören. Mucht zu landen, ich weiß. Das Dumme ist, nur der Erdboden und ich können einander nicht widerstehen. Wir sind dazu bestimmt, immer wieder aufeinander zu treffen. Inzwischen befreien die Panzerknacker das Flugzeug von der Kaugummimasse. Sachte, so. Willst du den Ultraschallbohrer ausprobieren, Bomber? Wäre ich denn ein gemeiner, hinterlistiger Gauner, wenn ich's nicht täte? Das wärst du, ja? Funktioniert doch. Ja. Wir sind eben doch die Größten. Nächste Haltestelle Dagoberts Geldspeicher. Tja, Herr Bomber, das muss der Neid Ihnen lassen. Sie sieht wie neu aus. Oh, vielen Dank, Herr Duck. Hören Sie, Sie wollen doch diesen Idioten nicht nochmal mit diesem Schmuckstück fliegen lassen, oder? Nun, um die Wahrheit zu sagen, ich... Hab ich's mir doch gedacht. Den richtigen Mann dafür kennen Sie ja bereits mich. Also, ich weiß nicht. Hey, wer hat Sie wieder zusammengepflegt? Ihr guter alte Dr. Bomber war das. Wer könnte Sie also besser fliegen als ich? Zum Teufel, ich würde sogar dafür zahlen. Wie viel? 100 Taler. 500. 200. 500. 300. 500. 400. 500. Okay, 500. 550. Okay. 550 Taler. Abgemacht. Und damit haben sich die Panzerknacker die Mac-X unter den Nagel gerissen. Quack ist natürlich tief enttäuscht. Jetzt komm schon, Quack. So schlimm ist das doch nicht. Na und ob? Die Testmaschine ist futsch. Und alles vor den Augen von Papa und Mama. Dank zu Schwein von deiner Schwester. Aua, ich wollte ihn doch nur aufmuntern.
Du kannst immer noch mit deiner alten Kiste mitmachen, Quack. Die ist total im Eimer. Versuch sie zu reparieren, Quack. Ja, die besten Piloten sind auch gute Mechaniker. Na gut, ich kann es ja versuchen. 1-0 genau. Für mich, Quack. Wir gehen inzwischen mal zur MacX und zu den komischen Typen, die sie angeblich reparieren wollen. Findet ihr nicht auch, irgendwas ist anders an dem Flugzeug? Ganz sicher stimmt hier irgendwas nicht. Pass auf, wo du hinläufst! Hast du auch was gehört? Nee, vermutlich hat nur mein Magen geknurrt. So wie wir den Staubsaugerbeutel angeschlossen haben, können wir loslegen. Die Panzerknacker, denen werden wir die Tour vermasseln. Und so schleichen die Kinder auf den großen Wasserschlauch zu. Das müsste funktionieren. Wenn ich dir ein Zeichen gebe, drehst du auf und dann volles Rohr, verstanden? Verlass dich drauf! Attacke! Ihr kümmert euch um die Knöpfe, ich mache die Maschine startbereit. Wasser, Wassermarsch! So, hab ich dich, du drei Käse hoch! Lass los, du wilder Panzerknacker! Er hat Trick geschnappt! Das würde ihm so passen. Ja. Hilfe! Doch diesmal haben die Kinder Pech gehabt. Die Panzerknacker haben sie überwältigt. Na, habt ihr sie eingesackt? Lasst uns raus! Was fällt euch ein? Oh, ja, wir haben sie, Bomber. Burger, sperr sie ein und behalt sie im Auge. Kuno, du kommst mit. Jetzt wisst ihr drei Belger, wie das ist, wenn man gesiebte Luft atmet. Ja, das Vergnügen wirst du bald wieder haben. Gänste, ihr sitzt hinter Gittern und inzwischen räumen meine Brüder Dagoberts Geldspeicher aus. Während nun Bomber und Kuno in der MacX unterwegs sind, um Onkel Dagoberts Geldspeicher zu knacken, hält Burger Wache vor dem Käfig, in dem die Kinder eingesperrt sind. Aber von ganz unerwarteter Seite kommt Hilfe. Denn es naht Benzino Gasolini. Hallo, hallo, ich bringe Pizza. Frische Pizza für alle. Pizza, frische Pizza für alle. Auch für mich? Benzino Spezialität mit 5 verschiedenen Salamisorten. Sie müssen wissen, ich habe sie selbst gebacken in 1700 Meter Höhe. Mangia, mangia. Ciao, Bambini, ciao. Und so verschwindet Benzino Gasolini wieder. Aber es ist ihm gelungen, den Käfig aufzuschließen, sodass die Kinder nun die Gelegenheit haben, Burger auszutricksen. Ich hoffe nur, er ist dumm genug, darauf reinzufallen. Hey, Burger, möchtest du vielleicht die ganze Pizza? Ja, eh wie kalt wird. Ja, er ist wirklich dumm genug. So, und jetzt schnell zu Onkel Dagobert, Jungs. So weit haben es die Kinder schon mal geschafft. Statt ihrer sitzt nun Burger im Käfig. Die beiden anderen Knacker nähern sich in dem Flugzeug inzwischen Onkel Dagoberts Geldspeicher. Kuno, bald wird Dagoberts Geldspeicher so leer wie dein Kopf sein. Ja, du wirst furchtbar lachen, denn ich habe gerade dasselbe gedacht. Ich sage dir, Kuno, wir drehen das Ding des Jahrhunderts, ja, des Jahrhunderts! Du meinst der Woche? Raus mit dem Ultraschallbohrer! Wow! Man soll's nicht für möglich halten! Man soll's wirklich nicht für möglich halten. Denn mit dem Ultraschallbohrer haben die Panzerknacker das Dach des Geldspeichers aufgeknackt wie eine Konservendose. Und mit dem Superstaubsauger beginnen sie nun, das ganze Geld abzusaugen. Aber Quack ist bereits im Anflug. Genau wie die ganze Quack-Familie und Benzino mit Onkel Dagobert. Das ist Herr Ducks Geldspeicher und das sind die Panzerknacker. Und die Panzerknacker sind dabei, Herr Ducks ganzes Geld abzusaugen. Wir sind reich, wir sind reich. Was war denn das, Bomber? Der sah aus wie dieser Idiot Quack.
Wie werden wir heimleuchten? Wir polen den Staubsauger verkehrt rum. Sehr gut. Wir werden ihn mit Dagoberts Geld abschießen. Da hast du's, Schnüffler. Das Kleingeld kannst du behalten. Oh, das ist ziemlich teure Munition. Den sind wir erstmal los. Zähl deine Enten erst, wenn sie knusprig gebraten sind, Kuno. Wir haben Gesellschaft gekriegt. Genau wie in den Filmen. So eine Verfolgungsjagd hat doch immer etwas Lustiges, nicht wahr, eh? Leider ist das hier kein Filmbenzin und das ist mein Geld, das sie verschießen. Echte, harte Taler. Mag es sein, aber ich finde trotzdem lustig, eh? Hart am Feind bleiben immer mir nach. Wir sind umzingelt. Schnappen wir uns die Beute und laufen wir, fliegen wir davon. So, ihr habt den letzten Geldspeicher geknackt. Sag mal laut, mein Vermögen fällt in den Teich von Entenhausen. Na wunderbar, dann lohnt sich jetzt doch das Angeln. Damit kommt ihr nicht ungeschoren davon. Alle Mann zurückbleiben. Jetzt kommt nämlich die dreifach geschraubte Baumkronenstreifer-Schwungrolle. Und diesmal klappt die Schwungrolle. Die Panzerknacker sind gezwungen, Not zu landen und werden sofort verhaftet. Und so kommt schließlich alles wieder ins Lot. Tut mir leid, dass ich Sie so abgekanzelt habe, Quack. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Genau, Quack. Ich bin so stolz auf... Mama und Lupi, ich weiß, Dad. Auf mich kannst du auch nicht stolz sein, weil... Würdest du jetzt gefälligst den Schnabel halten und mir einmal im Leben einen Moment zuhören? Ich bin so stolz auf dich, dass ich vor Stolz fast auf den Nähten platze. Aber du gibst mir ja nie Gelegenheit, es dir zu sagen. Tatsächlich? Und du sagst es nicht nur so? Unsinn, wir sind alle wahnsinnig stolz auf dich, Quack. Jetzt echt mordsmäßig stolz. Bist eben ein echter Quack. Von den Kopffedern bis zur Schwanzspitze, mein Sohn. Stimmen Sie mir zu, Herr Duck. Ach! Natürlich, ein Kerl aus echtem Schrott und Eis. Ja, so schusselig wie Quack auch meistens ist, ohne ihn wäre wohl so manches Abenteuer nicht so gut ausgegangen. Da darf man wirklich gespannt sein, was unsere Freunde in den nächsten DuckTales erwartet.